Jesus sagt: Ich klopfe an und ihr nehmet mich nicht auf. Eure Reue wird groß sein. 4. April 1947, Botschaft 4016 von Jesus durch Bertha Dude, gesprochen von Pascal. Wer mich nicht anhört, der beraubet sich selbst der größten Gnade, und er wird es bereuen dereinst, so er zur Erkenntnis gekommen ist, was meine Offenbarung für den Menschen bedeutet. Ich selbst steige zur Erde hernieder und neige mich meinen Geschöpfen zu, die nicht den geringsten Versuch machen, in meine Nähe zu gelangen. Ich rede zu ihnen, wie ein Vater zu seinen Kindern redet, Worte der Liebe, und suche ihre Herzen zu gewinnen und meine Kinder selig zu machen, indem ich sie belehre und sie einführe in die ewige Wahrheit. Ich biete ihnen geistigen Reichtum, einen Schatz, der unverwüstlich ist und den ihr auch nur von mir empfangen könnt, für den es auch keinen Ersatz gibt, weder auf Erden noch im Jenseits, und der euch ewiges Leben sichert. Für die Ewigkeit sorge ich vor, dass sie für euch glückselig sei, dass ihr lebet und nicht dem geistigen Tode verfallet. Und darum komme ich selbst zu euch im Wort, weil ich euch zu glückseligen Geschöpfen machen will. Und ihr nehmet mich nicht auf, ihr lasset mich vergeblich anklopfen, und ihr öffnet mir nicht die Tür eures Herzens, das ich besitzen möchte, weil ich euch liebe. Und ihr werdet es dereinst erkennen, welch kostbares Gnadengeschenk ihr unbeachtet ließet, und die Reue wird groß sein. Doch ich kann euch nicht bestimmen, mein Wort anzunehmen, denn ihr seid freien Willens und müsstet selbst über euch bestimmen. Und auch das Köstlichste, mein Wort, muss ich euch so darbieten, dass ihr nicht gezwungen seid, es anzunehmen. Und darum muss ich es euch in einer Weise übermitteln, dass ihr den göttlichen Ursprung wohl glauben, aber nicht beweisen könnet. Denn ein Beweis dessen wäre Glaubenszwang, den ich niemals anwende. Solltet ihr den Grad der Vollkommenheit erreichen. Doch es wird euch leicht gemacht zu glauben, dass das Wort von mir ausgeht, der ich das Wort selbst bin von Ewigkeit. Denn mein Wort lehret nur die Liebe. Und wer ernstlich prüfet, der wird auch nur Liebe darin erkennen, und der göttliche Ursprung wird ihm unzweifelhaft sein. Denn Liebe beweiset immer Göttlichkeit, weil die Liebe und ich eins sind. Wer aber ablehnet, ohne zu prüfen, der hat auch kein Verlangen nach mir, nach der Wahrheit, nach der Liebe, nach Gnade und nach dem ewigen Leben. Und er wird es selbst zu verantworten haben, dass er mir nicht Gehör schenkte. Und er wird sich auch wenig vorbereiten für die Ewigkeit. Er wird dahin leben ohne Gedanken, wie sich sein Leben nach dem Tode des Leibes gestalten soll. Er wird nur seinem Erdenleben Beachtung schenken, und meine Stimme wird er nicht vernehmen, weil er sie übertönen lässt von der Stimme der Welt. Und es wird das Ende kommen, der Tag, wo alles hinweggeräumt wird und nur die gerettet werden, die mein geworden sind, die mein Wort annehmen und danach leben und also einen reichen Gnadenschatz zur Verfügung haben, der sie selig machen wird im geistigen Reich, in der Ewigkeit. Amen.